Willkommen vor den Empfangsgeräten. Moment, die Katze geht ja weg. Hör auf, ins Mikrofon zu schnurren. So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von Fracta und ich bin in Wreck Dangerous. Das ist in diesem Fall das Remake. Aber wenn ich das bis jetzt richtig gesehen habe, das 1:1 Remake eben von Wreck Dangerous 1 von Anno Tobak. Das haben wir damals auf dem C64 gezockt. Beziehungsweise einige haben es auf dem Atari oder auf dem Amiga, glaube ich, gezockt. Ja, stimmt, da steht da Commodore Amiga. Gut, wunderbar. Damit wäre das auch geklärt. Und die Tage hat mir irgendein Clan-Mitglied, wer war es immer? Piper, hat mir vorgeworfen, so, Monty, du spielst gar nicht genug Klassiker. Na, ich meine, hast recht, Mama. Ja. Jetzt ist natürlich das Problem, ich habe hier keinen C64 mehr stehen. Ja. Und selbst wenn ich einen stehen hätte, könnte ich auf dem ganz schlecht was aufnehmen. Ja, vielleicht könnte ich auf dem Bildschirm zocken und mit meinem Handy das aufnehmen oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mal gesearched, ja, gegoogelt und habe ein ganz prächtiges Remake gefunden. Ja, das ist Freeware. Ja, das verlinke ich euch. Und das zeigt Wreck Dangerous 1, was laut dem Titelbild offensichtlich ein übelst abgekupfert in Anna Jones Geschichte hat. Während Wreck Dangerous 2 ja bei Flash Gordon sich bedient hat, thematisch. Ja. Damals war das noch okay. Ja. Heute Multimilliardenklagen. So, warum labe ich euch hier voll, während ihr auf das Cover guckt, was ihr sonst so eigentlich nur machen müsst, wenn ich ein Spiel zeige, das frei ab 18 ist, weil das Remake, so schön es auch ist, kann leider nichts, aber wirklich gar nichts mit seinen Sounddateien irgendwie. Scheiße, ich kann es nicht leise machen oder ausmachen. Das heißt, es dudelt, aber es dudelt sowas von laut. Und wenn ich dabei schwalle würde, dann würdet ihr keinen Ton verstehen. Daher erledige ich das Geschwall vorher und zeige euch jetzt das Spiel. Dann bis gleich.